Hallo und herzlich willkommen zu meiner Review zu dem Film, zu dem Horrorfilm Evil Dead. Evil Dead ist natürlich das Remake, aber Remake möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Es ist mehr ein Reimagining, also eine Neuerzählung der Geschichte des klassischen Horrorfilms Tanz der Teufel von Sam Raimi aus dem Jahre 1981. Und viele haben sich auf diesen Film gefreut, beziehungsweise viele sind sehr gespannt drauf, genauso wie ich. Ich habe jetzt hier die DVD aus England, die vor ein paar Tagen erschienen ist. Und ja, viele Hardcore Tanz der Teufel-Fans, möchte ich mal sagen, glaube ich, stehen nicht so positiv zu dem Film. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Film-Fan des ersten Teils. Und ich muss gleich von vorne weg sagen, Evil Dead hier aus dem Jahre 2013 hat mir persönlich, Trommelwirbel, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das war für mich persönlich der beste Horrorfilm des Jahres 2013 bisher. Regie hat der eigentlich Neuling, möchte ich sagen, Fede Alvarez, ein junger Regisseur aus Uruguay, der seinen Erfolg eigentlich im Grunde YouTube zu verdanken hat. Ja, die Seite, auf der ihr mich hier gerade seht, juhu. Denn dort hat er einen Kurzfilm veröffentlicht, ich glaube Panic Attack heißt der, den könnt ihr mal googeln, den werdet ihr bestimmt hier finden. Das ist ein kleiner Kurzfilm, in dem er ein paar Roboter auf irgendeine Stadt losgelassen hat. Sehr fantastisch spektakuläre Special Effects, muss ich sagen, hat er, glaube ich, alles selber gemacht. Und daraufhin ist Sam Raimi und seine Produktionsfirma Ghost House, auf ihn aufmerksam geworden und haben ihn engagiert, haben ihn unter Vertrag genommen und dann er war ein großer Fan von Tanz der Teufel im Original und so ist es dazu gekommen, dass er Regisseur des Remakes jetzt wurde. Und ich muss gleich von vorne weg sagen, er hat seine Arbeit wirklich gut getan. Er hat auch das Drehbuch mitgeschrieben. Der Film ist doch recht anders als das Original, möchte ich sagen. Es sind ein paar Wendungen drin zur Mitte und zum Ende des Films, mit denen ich wirklich nicht gerechnet habe. Da hat er uns wirklich, also mich zumindest, doch überrascht. Und ich muss auch sagen, seine Kameraführung und sein Regiestil gefallen mir persönlich sehr, sehr gut. Schauspielerisch bewegt sich der Film im guten Mittelmaß. Wir haben gute Schauspieler, schlechte Schauspieler. Eine der Hauptdarstellerinnen, wie heißt sie, Jane Levy, spielt wirklich sehr, sehr gut. Kann ich absolut nur sagen, dass mir diese Performance gefallen hat. Anders zu der männliche Hauptdarsteller, gespielt von Shiloh Fernandez, fand ich jetzt, hat seine Arbeit nicht ganz so gut gemacht, aber wie gesagt, das ist natürlich nur meine Meinung. Der restliche Cast war okay, nichts Weltbewegendes, aber auch definitiv nichts Grottenschlechtes. Kommen wir nun zur Story. Der Film fängt ein bisschen ungewöhnlich an, möchte ich sagen. Wir werden gleich in eine Art Verfolgungsjagd in den Wäldern hineingeworfen, wo mich ein bisschen verwirrt hat, ob man dieses Intro unbedingt gebraucht hat, weil hier geht es auch schon ziemlich blutig zur Sache, weiß ich nicht. Ich finde, man hätte vielleicht ein bisschen klassischer anfangen können, um den Spannungsbogen so ein bisschen aufzubauen. Aber hier werden wir direkt mal in die Action geschmissen. Das ist auch Geschmackssache. Dann beginnt die Story. Fünf Freunde treffen sich in der bekannten Hütte im Wald und sie sind hier, um Mia, heißt der Charakter, glaube ich, gespielt von Jane Levy, zu helfen, ihre Drogensucht zu besiegen, denn sie ist drogensüchtig und sie geht jetzt hier sozusagen auf Cold Turkey und die Freunde treffen sich hier im Wald und wollen ihr hier beistehen, ihre Sucht zu bewältigen. Wir haben ihr Bruder und dessen Freundin und noch ein befreundetes Pärchen, war es ein paar, weiß ich gar nicht, eine Krankenschwester und ein Hippie, möchte ich mal sagen, zumindest an sein Aussehen erinnert so ein bisschen an einen Hippie. Auf jeden Fall, es geht klassisch weiter. Sie finden den Keller, ähnlich wie im ersten Teil, und sie finden das Necronomicon, das hier gut eingewickelt ist in Stacheldraht. Und der Hippie-Charakter, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ist schon ein wenig ein dummer Charakter, ein dummer Zug, denn er macht dieses Buch natürlich auf. Überall stehen in Blut geschrieben Warnungen, aber was macht er natürlich? Er liest immer weiter und weiter und spricht die bekannten Worte aus und lässt das Böse nun auf die fünf Freunde
und lässt das Böse nun frei, das sich jetzt nun an den fünf Freunden zu schaffen macht. Soweit zur Story. Der Film geht dann ziemlich blutig ab. Es gibt, wie gesagt, ein, zwei Wendungen, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet habe, die ich jetzt auch hier nicht verspoilern möchte. Zum Gore-Gehalt kann ich definitiv nur sagen, wow, ich meine, hier auf dem Cover steht irgendwas mit der schrecklichste Film, den du jemals in deinem Leben gesehen hast. Das war er vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich muss sagen, ich musste an einigen Stellen doch schlucken. Die Special Effects, die hier ziemlich viel auf, die ziemlich handgemacht sind, denn der Regisseur hat so ziemlich auf CGI-Effekte verzichtet, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Die gehen doch ganz schön ans Eingemachte. Hier spritzt das Blut, aber wirklich gerade so literweise. Splatter-Fans werden hier meines Erachtens definitiv auf ihre Kosten kommen. Also ich bin definitiv auf meine Kosten gekommen. Was mir natürlich auch als Tanz der Teufel-Fan gefallen hat, sind einige kleine Hommage, möchte ich mal sagen, an den ersten Teil. Wir haben hier im Bildhintergrund das bekannte, berühmte Auto aus dem ersten Teil. Es sind einige Kameraeinstellungen, die mich doch sehr an dem Original Tanz der Teufel erinnert hat, und natürlich auch einige Story-Elemente, obwohl sie hier auch viele neue eigene Ideen drin haben, was auch sehr, sehr gut war. Doch immer wieder mal eine kleine Hommage an das Original, und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich komme mal kurz zurück zu dem Charakter von Mia, gespielt von Shane Levy. Ich muss wirklich sagen, eine sehr hübsche Frau, und sie wird dann, Vorsicht, Spoiler, im Laufe der Handlung von den Dämonen besessen. Übrigens in der berühmten Baumvergewaltigungsszene, die hier ein bisschen anders dargestellt wurde. Nicht ganz so effektiv wie im Original, aber immer noch sehr, sehr intensiv. Und sie wird dann von Dämonen besessen. Und wenn sie besessen ist, wirklich das Make-up wirklich gelungen, sehr unheimlich. Also vor ihr habe ich mich wirklich gegruselt. Sie fliegt dann in den Keller, und wenn sie dann hier durch die Klappe hier vor guckt, das ist doch sehr, also mir hat es doch sehr gut gefallen und fand ich sehr, sehr unheimlich. Und wie gesagt, wirklich sehr gutes Make-up. Und sie spielt es auch wirklich, wirklich, muss ich hier wirklich loben, wirklich sehr überzeugend. Sie spielt die auf Cold Turkey drogenabhängige Mia genauso gut wie die von Dämonen besessene, also wirklich sehr, sehr gut, kann ich hier definitiv nur loben. Das Ende ist absolut, wie ich finde, absolut fantastisch, extrem blutend, sehr brutal, und es lässt natürlich auch ein klein wenig auf einen zweiten Teil hoffen. Der Film war ja, soweit ich gelesen habe, in Amerika in den Kinos doch recht erfolgreich, und ich bin mir nicht sicher, ob schon ein zweiter Teil grünes Licht bekommen hat. Da hätte ich mich besser informieren sollen, aber ich gehe mal stark von aus, dass wir vielleicht hier auch einen zweiten Teil kriegen. Und das begrüße ich auch sehr, weil, wie gesagt, dieser Teil hat mir sehr gut gefallen. Fans des ersten Teils, Hardcore-Fans, werden vielleicht hier ein wenig den Film nicht so gut finden, vor allen Dingen, weil es auch keinen direkten Ash-Charakter gibt. Was ich allerdings auch gut finde, weil Bruce Campbell spielt Ash einfach perfekt, und das wäre sehr, sehr schwierig, hier diesen Charakter nochmal neu zu beleben. Und ich finde, das haben sie hier in diesem Film sehr gut gelöst. Mir hat dieser Film absolut gut gefallen. Für mich, wie gesagt, einer der besten Horrorfilme oder der beste Horrorfilm des Jahres 2013 bisher. Und wenn ich ihn bewerten müsste, würde ich ihn 9 von 10 Sternen geben. Kurz nochmal zur DVD, die ich hier habe. Wie gesagt, aus England, und die Bildqualität ist sehr gut, wie ich finde. Ich habe mir bewusst die Blu-ray noch nicht gekauft, weil ich mir hier wahrscheinlich irgendwann mal die deutsche Version zulegen werde. Es gibt einige interessante Extras, ich glaube an der Zahl 5 Stück. Und es gibt zwei Audiokommentare, die habe ich jetzt noch nicht gehört, aber in die Extras habe ich mal kurz reingeschaut. Die waren sehr informativ und sehr interessant, wie ich finde. Und kann ich auch hier definitiv nur empfehlen. Es hätte vielleicht ein bisschen mehr Bonusmaterial sein können, aber insgesamt bin ich auch hier mit der DVD sehr zufrieden.